Hallo liebe Heimkino-Fans, heute ist The Premiere dran und zwar habe ich jetzt wieder dazu den Ecki Schmidt eingeladen. Wie soll es anders sein? Hallo, genau, Stammgast. Und hier habe ich auch schon den Premiere platziert, den habe ich hier hingestellt. Wir können den jetzt hier mal unboxen. Ui. Ich schneide ihn jetzt mal hier auf, möchte mich nicht direkt ins Bild stellen. So, schön vorsichtig. Und ja, genau, hier noch aufgeschnitten. Und ja, jetzt müssen wir das natürlich hier ein bisschen im Schnelldurchgang organisieren. Ja, was ich zeige jetzt gleich genau. Hier haben wir also hier die Fernbedienung. So, aber ich würde sagen, wir packen das jetzt mal ganz schnell. Hier das ist schon ein großes. So, Moment. Ich stelle den hier oben hin. Oder ziehen wir vielleicht gerade mal hin. Oh, das ist ganz schön. Muss man fast zu zweit sein. Ja. So, einmal diese Richtung. So. Genau. So. Verpackung weg. Hier ein Quick Guide für Analphabeten. Ja, schon mal hier nach hinten. So. Genau. Und dann wird er wahrscheinlich hier seitlich aufgepackt, ne? Beziehungsweise. Guck mal. Unten ist wieder unten. Viel Klebeband. So. Und danach ist er nochmal eingepackt. Dann kannst du mal den, genau. So, jetzt bitte. Er will nicht. So, und hier ist jetzt nochmal Folie, damit er keine Kratzer bekommt. Ja, also wir haben jetzt hier einen 3-Laser-Beamer, also einen 3-Laser. Genau, also das ist tatsächlich. Deshalb auch der Name The Premiere. Bisher gab es natürlich schon Laserprojektoren, die haben aber immer nur blaue Laser, die Juden verwendet, und die anderen Farben über Phosphor erzeugt. Das wurde dann durch das Laserlicht angeregt. Es gab bislang noch keinen RGB-Laser am Markt. RGB bedeutet, dass wirklich jede Grundfarbe ihre eigene native Laserdioden hat. Also rote Laser, blaue Laser und am schwierigsten halt die grünen Laser. Also da wird jetzt kein Laser mehr aufgeteilt, sondern jeder. Kein Phosphor, es gibt kein Phosphor mehr in dem Gerät. Genau, es gibt für jede Grundfarbe eigene Laserdioden. Und das hat natürlich den Vorteil, A, das Licht wird komplett in Farben umgesetzt. Also dieser Projektor hat ja weit über 2000 oder fast 3000 Lumen und die setzt er auch in Farben um. Und B, er erzeugt intensive Farben wie kein anderes Gerät. Er ist tatsächlich in der Lage, den BT2020 Farbraum zu übertreffen. Also, wem das jetzt nicht sagt, es gab unseren alten Farbraum, sRGB 709, der ist relativ blass. Dann haben wir die neueren Farbräume, die Beamer machen, das DCI, das ist der Kinofarbraum. Und es gibt den BT2020 Farbraum. Der stellt eigentlich alle Farben dar, die wir sehen können. Und es gibt keinen anderen Beamer am Markt bisher in Deutschland. Geschweige denn ein Fernseher, der das kann. Die meisten Fernseher, die können nur so 80% von diesem BT2020 Farbraum. Und das ist praktisch der erste Laser-TV, der wirklich diesen Farbraum nicht nur abdeckt, sondern sogar übertrifft. Ich würde jetzt sagen, wir bauen den jetzt mal auf und dann zeigen wir mal, was der. Genau, den hat er. So. So, du hast das Ganze jetzt eingepasst. Mit dem, genau, wir haben jetzt aufgehört. Wir können mal kurz zeigen, was wir gemacht haben. Wir haben den Beamer einfach hingestellt. Der Premiere, der hat einige Vorteile, also nicht nur diese RGB-Laserlichtquelle, sondern er braucht auch extrem wenig Abstand von der Wand, um ein großes Bild zu erzeugen. Wir haben hier einen 100 Zoll Screen und der Beamer muss tatsächlich kein 10 cm von der Wand weg sein, um diesen Screen auszufüllen. Also man kann hier wirklich, ja. Man sieht schon, wir haben hier noch sehr viel Platz bei dem Lowboard übrig und wir haben ihn sogar noch ein bisschen weiter weggestellt, als eigentlich notwendig ist. Das heißt, man kann den auf jedem handelsüblichen Lowboard platzieren. Man muss nur mit der Höhe aufpassen, das muss im richtigen Verhältnis sein. So. Also ich sehe jetzt auch schon hier unglaublich tolle Farben. Ja, 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 man sieht das auf den ersten Blick. Ne? Ohne dass das jetzt irgendwie was ganz Besonderes ist, was wir hier zeigen. Er kann, das war jetzt hier die
Amazon Prime App. Das ist das Tizen-Betriebssystem. Wenn man hier den Homescreen drückt, dann kommt unten diese Auswahlleiste. Da kann man dann die Apps aussuchen. Also Samsung hat hier schon sich zur Prämisse gemacht, dieses Gerät ist ja eigentlich ein Projektor, aber heißt ja Laser-TV. Das soll ja hier als Einheit genauso nutzbar sein wie ein Fernseher. Das soll, ohne dass man abdunkeln kann, ein großes Bild geben. Und das soll sich auch genau bedienen wie ein Fernseher. Und deshalb haben sie 1:1 ihr Betriebssystem von dem Fernseher übernommen. Und das funktioniert sehr gut. Wenn Samsung Fernseher hat, der kennt das ja. Hier kann man dann verschiedene Apps runterladen. Hier hast du eben alle Apps. Genau, also das ist oft ein Problem mit diesen Laser-TVs, dass es nicht alle Apps gibt. Und wir sehen schon, ne? Wir haben hier Netflix, Prime, The Zone, Disney Plus, Sky Ticket, Apple TV, Join. Also YouTube, alles dabei. Genau. Das ist einfach. Du hast eben auch, sagen wir mal, dein Airplay für dein iPhone, iPad, für Smartphones. Also du kannst hier kabellos, kannst du streamen, kannst generell streamen. Wir haben hier nichts anderes gemacht wie WLAN verbunden und haben jetzt hier im Prinzip auch hier den SAT-Receiver verbunden, weil wir haben ja auch den Triple-Tuner. Genau, das ist jetzt noch ein Punkt. Wir haben jetzt nicht nur hier über das Internet Fernsehempfang oder Serienempfang, sondern er hat tatsächlich wie ein richtiger Fernseher, hat er auch noch einen TV-Tuner eingebaut. Das heißt, man kann auch noch jederzeit auf TV wechseln und so, Anwendung beenden. Und jetzt ist man im Fernsehmodus. Und jetzt kann man mit der Fernbedienung, die übrigens auch von den Fernsehern 1:1 übernommen wurde. Die Studenten und ihr Chef aus der Stadt jetzt. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Direktstrahlung. Für mich war das ein Grund. Und jetzt sehen wir hier direkt Fernsehempfang über seinen eigenen Tuner. 130 Zoll. Und die Fernbedienung ist, wie gesagt, 1:1 die. Also, was mir zum Beispiel jetzt auch ganz drastisch auffällt, das ist der wahnsinnig gute Klang. Ja, also ich das ist der nächste Pluspunkt. Laser-TVs haben ja eigentlich schon besseren Klang als Fernseher, weil sie mehr Resonanzraum bieten. Aber oft fehlt ein bisschen die Räumlichkeit. Und bei ihm ist sehr viel Resonanz. Sehr satt. Sehr satt. Sehr klare Sprachausgabe und auch sehr räumlich. Die haben hier extra noch so Soundbeamer eingebaut, die noch so seitlich abstrahlen, um noch mehr Volumen, also weiteres Klangbild zu erzeugen. Und das funktioniert wirklich gut. Also, wir sind ja jetzt nur am Drittel der Lautstärke. Maggi Herzensküche, die neuen Würzpasten. Jetzt probieren. Das wird mein Frühling. Klingt eigentlich besser als die meisten Fernseher. Und auch besser als die meisten anderen Laser-TVs. Ja. Und ja, bedient sich das alles ganz normal wie ein Fernseher. Wir können hier die Kanäle umschalten. Es gibt diese ganzen Infos, wie man das sagt, vom Fernseher. Es ist eigentlich, ist es ein Fernseher. Wenn ein Samsung-Fernseher-Besitzer oder der einen Samsung-Fernseher kennt, der muss sich überhaupt nicht umstellen. Der muss sich gar nicht umstellen, weil der hat genau das gleiche Betriebssystem hier, das er verwenden kann. Und ich meine, jetzt hat natürlich dieser Ultra-Kurzdistanz-Projektor, der hat ja auch einen stattlichen Preis, weil es ist unter den Ultra-Kurzdistanz-Projektoren ist es zurzeit der Leader, weil er nun mal die 3 Laser hat. Das ist außergewöhnlich. Also diese RGB-Lasertechnik kostet natürlich Geld, logisch. Also ehrlich gesagt, momentan liegt er, glaube ich, bei knapp über 6.000 oder? Ich glaube, also das wäre jetzt alles geschätzt. Ich denke mal bei 6.299 sowas in dem Tag. Also das ist für RGB-Laserprojekte momentan billig. Also es gibt nur wenige High-End-Front-Projektoren, die kosten fünfstellige Preise mit RGB. Nicht? Also das ist richtig. Und man braucht jetzt nicht zu hoffen, dass der Preis jetzt groß noch fällt, weil wir wissen, momentan die aktuelle Situation sieht so aus, dass alle Preise hochgehen. Eigentlich also sind weniger Geräte lieferbar als alle Rohstoffe, also Stahl 80%, Aluminium 30%, Kunststoff 60%. Also das heißt, auch die Transportwege sind teurer geworden. Es ist nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Also das ist jetzt alles schwierig und ich denke, es ist nichts anderes als fair, dass momentan, sagen wir mal, die Hersteller, auch gerade die großen Hersteller, dass die versuchen, die Preise abzufedern und jetzt nicht explodieren zu lassen, weil das wird uns ja alle verunsichern. Ja? Und aus dem Grund muss man auch jetzt hier die Qualität, die das Gerät jetzt hier bietet,
das muss man eben ganz einfach, das muss man auch so sehen. Ne? Also genau. Die Verarbeitung und alles, was da, die ganze Technik, die da drin hängt, ist eben außergewöhnlich. Ja, definitiv. Es gibt ja von Samsung auch ein anderes Modell ohne RGB-Laser, der ist auch günstiger, aber der ist natürlich dann technisch auch nicht auf demselben Niveau. Auch was den Klang angeht und natürlich auch die... Der ist ungefähr auf dem Niveau wie seine Mitbewerber. Genau, richtig. Auch preislich dann. Und er ist eben jetzt schon ein Ausnahmemodell, ganz klar. Also ich meine auch hier das mit dem Abstand, sagen wir, das ja. Abgespeckte Modell, das hat auch dann einen größeren Abstand. Es gibt eigentlich noch einen anderen Laser-TV, der so wenig Abstand braucht, das ist der LG Vivo. Der ist aber auch nicht viel günstiger. Wobei, das ist jetzt hier der LSP9T. Der 7er braucht, ja, richtig. Und der LSP7. Das ist der kleine, der braucht mehr Abstand. Der braucht mehr Abstand, ja. Aber der hat natürlich auch alle Vorteile. Der hat, sag mal, dann, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Klang her. Der ist vom Klang auch was abgespeckt, ja. Etwas abgespeckter. Vom Klang ist er auch abgespeckt. Aber noch gut. Er hat auch das Teil. Er hat auch einen Triple-Tuner, genau wie er. Also man kann da sowohl Satellit als auch Kabel als auch die VGT nutzen. Er hat auch das Tizen mit allen Programmen Schikanen, und Apps drauf. Das ist alles geblieben. Aber er braucht mehr Abstand. Er hat nicht die RGB-Laser-Lichtquelle. Er ist was dunkler. Das ist eine ganz andere Preisklasse. Genau, kostet ja. Rund die Hälfte. Ne? Ja, ja. Genau. So, das ist wirklich State of the Art. Wer sagt, ich will mir jetzt einen Laser-TV holen und mir auch über Jahre keine Gedanken mehr machen über die Technik oder der ist mit diesem Gerät eigentlich schon geschäftlich. Wir haben jetzt richtig. Hier. Werden Sie sich fragen, wir haben hier eine Spezialleinwand, da wollen wir mal ganz kurz genau. Drauf eingehen. Laser-TV wird eigentlich erst dann richtig tageslichttauglich, wenn man einen sogenannten Kurzdistanz-Screen oder einen CLR-Screen nutzt. CLR steht für Ceiling Light Reduction, das bedeutet, dass dieser Screen sämtliches Licht, das von oben kommt, ignoriert, sämtliches Licht, das von der Seite kommt, also fremdes Licht, abmildert und nur das Licht, das von hier unten kommt, wirklich 1:1 reflektiert. Das sind so Lamellen im Tuch, so 45 Grad Lamellen und die reflektieren das Licht von hier unten senkrecht Richtung Zuschauer. Und dadurch wird viel Fremdlicht absorbiert und das Bild eben, die Bildqualität sieht trotz Sonnenlicht draußen oder Kunstlicht an, eben so kontrastreich und hell. Also das funktioniert wirklich gut. Du gibt hast verschiedene Größen, kann man auch noch sagen. 100 Zoll, 120 Zoll, 90 bis 130 Zoll. Ja, das geht bis 130 Zoll. Ja. Und jetzt wolltest du jetzt in einem nächsten, also wir demonstrieren jetzt gleich nochmal eine Scheibe, ein BT2020. Genau, also wir haben es ja eben schon erläutert, BT2020 sind wirklich fast alle vom Menschen wahrnehmbare Farben, kann dieses Gerät darstellen. Das kann kein anderer Fernseher momentan, in dieser Preisklasse jedenfalls nicht. Und es kann auch gar kein anderer Laser-TV im Moment am Markt. Und es gibt tatsächlich kaum Software dafür bisher, weil es ja keine Fernseher gibt, die das können. Aber wir haben tatsächlich, ich habe da recherchiert, es gibt tatsächlich Titel, die diesen Farbraum schon nutzen. Das sind manche Spielfilme. Gib mal so einen Tipp. Also, was wir gleich zeigen, ist der Planet Erde 2. Planet Erde 2 kennt jeder, das sind diese atemberaubenden Naturaufnahmen. Tatsächlich hat man hier diesen Farbraum genutzt. Das heißt, man hat die Naturfarben 1:1 aufgezeichnet und er kann sie 1:1 wiedergeben. Und das zeigen wir gleich mal den Unterschied, soweit das überhaupt über YouTube Möglichkeit ist. Weil ja, oder wir, ich habe ja auch die Möglichkeit jetzt, ich könnte ja den Player mal anschließen. Wir gucken mal, was wir das kriegen. Dann John Wick 3 ist tatsächlich ein Spielfilm, der das nutzt. Es gibt Matrix, der erste Teil nutzt schon intensivere Farben. Amazing Spider-Man 2 und so weiter. Es ist relativ schwer, diese Titel rauszufinden, weil die Hersteller das gar nicht bewerben. Warum bewerben sie es nicht? Weil sie wissen, es gibt ja niemanden, der es nutzen kann. Ja, jetzt haben wir ein Gerät, das nutzen kann. Jetzt müssen wir selber rausfinden, welche Filme wirklich so intensive Farben tatsächlich aufgezeichnet haben. Und das sind natürlich Welten. Also wenn man da jetzt nachher... Das sind wirklich Welten. Das Problem, was wir gleich haben, wir zeigen, der Monitor, den sie daheim haben, der kann das gar nicht wiedergeben. Eigentlich muss man hier vorbeikommen und bei euch das hier live sehen, um das wirklich diesen Unterschied. Aber ich hoffe jetzt gleich, wenn wir das vorführen, dass man den Unterschied schon so ein bisschen erahnen kann, ne? Das, zwischen den Farben. Okay. Aber das, was Sie sehen, ist nicht das, was wir in echt sehen, denn die Farben kann Ihr Monitor nicht und YouTube auch nicht und überhaupt. Das dann lassen wir uns nochmal überraschen. Genau. Wir bauen das Ganze auf und dann melden wir uns wieder zurück. Ja, alles klar. Bis gleich.
Ja gut, jetzt Ecki, wir haben... Wir haben jetzt den Planet Erde 2, ist der zweite Teil, haben wir jetzt mal eingelegt und mal ein Standbild gemacht bei einer der Szenen. Hier sieht man halt schön Grüntöne, Blautöne und Cyantöne. Und ja, wer das Bild jetzt so sieht, wird denken, das sieht doch super aus, ganz toll. Genau. Aber das ist jetzt, was wir jetzt sehen, ist der Kinofarbraum, der DCI-Farbraum. Der ist tatsächlich auch schon sehr groß, deutlich größer als unsere alte Videonorm. Aber das geht halt noch viel besser. Also das ist das, was jetzt ein guter oder ein höherwertiger Projektor schon kann an Farben. Aber das ist tatsächlich nicht das, was auf der Scheibe aufgezeichnet ist. Denn was auf der Scheibe aufgezeichnet ist, da sehen wir dann, wenn wir den entsprechenden Modus mal aktivieren. Wir haben jetzt einen Modus genommen, das ist der DCI-Farbraum, beim anderen haben wir jetzt den 2020-Farbraum hinterlegt. Und wenn ich jetzt hier umschalte, dann sieht man, glaube ich schon, wie intensiver die Grüntöne werden und vor allen Dingen auch die Cyantöne im Wasser. Und man muss noch dazu sagen, echt sieht das nochmal, ist der Unterschied viel größer als jetzt hier auf diesem YouTube-Video, denn die Kamera kann diese Farben, die wir jetzt in echt sehen, gar nicht richtig aufnehmen. Der Internetbrowser unterstützt diese Farbnorm nicht und der Computermonitor auch nicht. Das heißt, wir sind technisch jetzt so weit voraus, dass das Internet tatsächlich hier hinterherhinkt. Aber ich glaube, auch hier wird der Unterschied deutlich im Verhältnis zueinander, dass wirklich nicht viel mit den Farben ändert. Und das gilt jetzt nicht nur für dieses Bild, sondern auch wenn man den Film einfach mal laufen lässt. Genau, das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt mal, jetzt gibt es noch ein bisschen durch. Dann sieht man das fast in, man sieht das auch hier bei der Weltkugel. Die Blautöne werden einfach viel, viel intensiver. Oder Grüntöne. Selbst hier der Himmel, das wird alles nochmal deutlich intensiver. Ja, man sieht das, glaube ich, sogar in dem Video relativ gut. Und das hat mich persönlich übrigens überrascht, dass das bei Naturaufnahmen tatsächlich so einen großen Unterschied macht. Dass es also die Natur so viele intensive Farben hat, die unsere alten Videonormen oder sogar auch die Kinonorm nicht abbilden kann. Mit anderen Worten, mit diesem BT 2020 Standard und auch wenn dann mal mehr Filme kommen, wenn es auch die Fernseher irgendwann mal können, kommen noch mal viel, viel eine ganz andere Farbenpracht auf uns zu. Ja, das ist doch schon mal... Und mit dem Samsung The Premiere, hier mit dem LSP 9T, kann man schon jetzt haben. Ja. Das ist... Da muss man sich da keine Gedanken mehr machen. Es gibt auch keine Videonorm, die noch mal besser wird farblich, weil das wirklich alles ist, was wir sehen können. Damit ist unser Auge tatsächlich ausgereizt. Ja, ich denke mal, in Hollywood am Filmset wird ja generell mit BT 2020 gefilmt. Ja, also das war ja eine Diskussion. Also die Kinofilme haben ja tatsächlich diese Farben auch nicht, weil die Kinoprojektoren, die digitalen, das die nicht können. Das können. Gar nicht. Es war dann im Gespräch, also das ist den Filmemachern ja auch bewusst, dass der Farbraum von den Kinoprojektoren gar nicht so groß ist. Er ist somit schlechter als von den analogen Filmen. Das war also farblich ein Rückschritt, Digitalisierung im Kino. Und das hat auch die Filmemacher immer sehr gestört und deshalb haben sie eigentlich vorletztes Jahr angekündigt, BT 2020 in die Kinos zu bringen. Nur leider kam dann Corona dazwischen und jetzt geht es den Kinos ja ziemlich schlecht, wie wir wissen, die haben ja immer noch alle zu. Ja. Und wann das jetzt in die Kinos kommen wird, wann sich die Kinos neue Projektoren leisten können, ob das überhaupt, das steht jetzt natürlich in Sternen. Also meiner Meinung nach ist das erstmal leider nach hinten geworfen worden, diese ganze Vorhaben. Ja. Aber unabhängig von den Kinos, die Streaming-Dienste, die Serien, die werden ja gar nicht mehr über Kinos vertrieben und die werden diesen Schritt natürlich schneller gehen. Man hat ja auch gehört, Disney Plus, die haben ja jetzt so dermaßen aufgeholt, ne? Die haben da, sind da jetzt auch wieder voll geprescht. Und die warten eigentlich nur darauf, dass die Fernseher das können. Hiermit ist jetzt Anfang gemacht, das ist das erste Gerät, die Premiere unter dem BT 2020 Fernseher und wenn genügend BT 2020 taugliche Geräte gibt, wird es natürlich auch noch mehr Content geben, mehr Software dafür. Aber wir werden weitersuchen. Wir haben schon gut 10 Filme gefunden, die diese Farben nutzen.
Und wahrscheinlich gibt es noch andere Filme, die das haben. Man muss das einfach, weil die Hersteller das ja selber nicht bewerben, muss man das selber herausfinden. Ich glaube auch hier, wenn man hier mal umschaltet den Bildmodus, dann sieht man das auch bei den Grüntönen. Ja. Ja, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Und es ist halt auch interessant, wie gesagt, das sieht man jetzt in diesem Video nicht so ganz genau. Tatsächlich bleibt das Bild natürlich und die Grüntöne werden einfach noch authentischer. Also das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, dass wir jetzt natürlich so filmen, das ist praktisch gar nicht möglich, diesen Farbraum genau abzufilmen. Das ist nicht gar nicht möglich. Was man jetzt sieht, ist zwar ein Unterschied untereinander, aber so wie wir das jetzt live sehen, du und ich, können Sie das daheim jetzt leider nicht sehen. Nein, man kann jetzt nur erahnen, was da passiert. Genau, man kann nur erahnen, was da passiert. Muss man mal gesehen haben. Und ganz ehrlich, wenn man es gesehen hat, dann ist der Haben-Will-Effekt sehr, sehr hoch. Also kann teuer werden, sich das persönlich anzusehen. Das kann teuer werden. Aber also rundum, tolles Gerät, seiner Zeit weit voraus. Und eigentlich der Laser-TV ohne Schwäche. Zur Zeit ist er auch wieder lieferbar. Deshalb sind wir ja auch... Genau, es ist vor kurzem eine Lieferung wieder gekommen. Er war lange Zeit, er kam ja schon im Oktober letzten Jahres, war dann aber auf Monate ausverkauft. Ja. Also war einfach nicht lieferbar und die erste Charge war weg und jetzt ist er im April wiedergekommen. Jetzt hatten wir eigentlich erst die Möglichkeit, sagen wir mal, ein Gerät auszupacken. Genau, war vorher gar nicht möglich. Weil die vorher... Ich hatte im Oktober ja mal einen in den Händen, ja, habe auch ein bisschen drüber berichtet auf cineforum.de, dann wurde er mir auch wieder genommen und ich hatte auch Monate keinen. Und jetzt habe ich nochmal einen bekommen und konnte das mit den Filmen ausfindig machen und werde mich jetzt auch weiter beschäftigen. Ja. Also jetzt ist er zurzeit wieder da und wann die nächste Lieferung kommt, steht in den Sternen. Also wer wirklich ernsthaftes Interesse hat, sollte sich beeilen. Ja, zugreifen. Ja. Also die momentan, wie hast du ja schon gesagt, ist er lieferbar in geringen Stückzahlen. Ja. Und dann, wie es jetzt momentan generell am Weltmarkt ist, also es sind die Prozessoren, weil dann nochmal welche kommen, Chips. Ja. Ob ist dann knapp. Vor Weihnachten noch welche kommen müssen. Genau, Chipknappheit ist momentan leider die Situation. Und geht für die Beamerbranche allgemein. Alle Geräte sind momentan ziemlich knapp. Also ja, wir leben von der Hand in den Mund. Ja, und deshalb, aus dem Grund erleben wir manchmal auch nur Kartonage, aber wir können nicht mal reingucken. Und das ist momentan so, wie es kommt, wird es eigentlich schon wieder ausgeliefert. Ja. Und jetzt haben wir einfach gesagt, komm, Ecki ist heute da. Jetzt schnappen wir doch mal so eine Kiste und packen sie eben aus und zeigen mal, was da so unter der Haube vorgeht. Ja, richtig. Gut, ja. Also, wie gesagt, als Fernsehersatz optimal, dann in Verbindung mit diesem Screen, in der Bedienung optimal, von den Farben, vom Kontrast. Er kann natürlich 4K, das haben wir noch gar nicht erwähnt, er kann 4K, er hat auch diesen größten DLP-Chip drin. Es gibt ja verschiedene Varianten, manche 4K-DLP, die haben ja nur einen Full-HD-Chip. Er hat den großen mit 4 Megapixeln, das wird dann nochmal verdoppelt durch so einen Aktuator auf 8 Megapixel. Der ist also auch von der Schärfe mit Referenz von allem. Ich muss auch sagen, man hat ja dem Gerät wirklich gar keine Kompromisse. Generell, also alles, was die Ingenieure hier gemacht haben, haben die immer den schwierigsten Weg genommen. Ja. Also man sieht und das, ob das jetzt hier die Ausrichtung ist, ob die das Aufstellung, jetzt, genau. Damit man mittendrin noch Punkte hat zum Ausrichten. Genau, die Geometriekorrektur ist auch eine Klasse für sich, können wir auch nochmal sensationell gemacht. Und viele Projektoren haben ja nur so eine Eckenkorrektur. Bei ihm kann man tatsächlich auch innerhalb, wenn man hier auf erweitert geht, auch innerhalb die Korrektur, die Geometrie. Genau, kannst du hier anpacken und kannst das hochziehen. Kann man einfach einen Punkt aussuchen und hier das Bild. Also das hat jetzt gerade hier bei uns überhaupt nicht gepasst vorhin. Genau, weil der Screen eigentlich zu niedrig hängt. Ja, und deshalb ist es auch jetzt nicht so ganz so optimal. Und wir konnten aber aufgrund dessen, dass die Corner Correction hier so stark funktioniert, haben wir es... Genau, konnten wir das überhaupt anpassen, obwohl die Leinwand nicht auf der richtigen Höhe ist. Er hat eingebaute Testbilder für die Schärfe. Also das ist wirklich super gemacht. Natürlich ist der Fokus komplett elektrisch. Man muss da nichts manuell drehen. Also man hat hier wirklich an keiner Stelle gespart. Er ist extrem leise von der Belüftung, das haben wir vielleicht auch noch nicht erwähnt, mit der leiseste. Die haben ja tatsächlich Lüfter, sind ja Projektoren. Man hört ihn eigentlich gar nicht, ja, also aus dem Sitzabstand. Ja. Extrem leise, knapp 3000 Lumen und man hört ihn kaum. Ja, genau. Also ganz tolles Gerät. Wer das Kleingeld übrig hat, ansehen und mitnehmen, solange es geht. Genau. Also, dann vielen Dank
Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.